Hallo und herzlich willkommen bei My Golden Aiko. Wir fahren heute zum allerersten Mal in ein Freibad, denn dort ist die Saison zu Ende und heute dürfen Hunde schwimmen gehen. Ich bin total aufgeregt, ich weiß gar nicht so recht warum. Vielleicht, weil wir es einfach noch nie gemacht haben. Und ich bin total gespannt, wie es Aiko gefallen wird, ob er tatsächlich ins Wasser springt oder nicht, weil, naja, so ein Freibad ist halt eben kein Tümpel und Aiko ist auch noch nie in irgendwelche Pools gesprungen oder sowas, weil ihm das immer suspekt war, weil er halt das Ganze nicht so richtig einschätzen konnte. Deswegen bin ich total gespannt. Ich bin auch gespannt, wie viele Hunde wir treffen werden. Es ist noch relativ früh. Wir haben jetzt kurz vor 10, um 10 Uhr macht das Freibad auf. Es befindet sich allerdings nicht in unserer Stadt, also wir müssen jetzt ein bisschen weiterfahren nach Bergkam und dort ist das Freibad. Oh, ich bin gespannt. Oh Gott. Und ich nehme euch natürlich mit. Aiki, komm! Ich will das. Super! Ja, hallo! Das ist so cool. Dass es so cool ist, hätte ich nicht gedacht. Also wir haben hier wirklich das komplette Freibad für uns, für unsere Hunde. Und wir können natürlich hier auch diese riesige Wiesenfläche nutzen. Aiki hat hier schon total toll mit den anderen Hunden gezockt und war natürlich auch schon schwimmen. Jetzt gehen wir hier mal eine kleine Runde, damit er ein bisschen Pipi machen kann. Hat er auch gerade schon einmal. Das macht richtig Spaß, kann ich nur weiterempfehlen. Ich habe übrigens 3 € für den Eintritt bezahlt. Ich finde das absolut in Ordnung. Man kann hier, glaube ich, so lange bleiben, wie man will. Und morgen wird das Ganze hier nochmal stattfinden. Nächste Woche werden wir nach Holzwickede fahren, denn dort gibt es auch Hundeschwimmen. Und da werden wir das Ganze auch nochmal testen. Wobei mir das hier in Bergkam echt schon mega gut gefällt. Richtig cool. Da ist Aiki. Aiki! Hi! Okay, Aiki hat einen riesen Stock gefunden. Das ist natürlich auch immer super interessant. Wir gehen jetzt mal zurück zu den Hunden, damit Aiki noch ein bisschen spielen kann. Hm? Oh, der sieht ja genauso aus wie Aik. Hier ins tiefere Wasser traut sich Aiki nicht rein. Thank you.
fahren jetzt 1,5 Stunden da und machen uns jetzt auf den Heimweg. Denn Aiki ist echt ziemlich geschafft. Es hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, ne, Aiki? Du hast richtig Spaß gehabt, ja. Aber es reicht jetzt. Und Leute, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nicht so gutes Wetter habt und ins Freibad möchtet mit euren Hunden, dann solltet ihr auf jeden Fall Gummistiefel anziehen und eine Regenjacke. Denn man wird doch ordentlich nass. Also auch meine Beine, also meine Hose ist nass geworden ein bisschen. Naja, aber es war jetzt nicht so schlimm. Aber mit den Gummistiefeln war das schon echt in Ordnung. Kann man wenigstens auch ein bisschen ins Wasser reingehen. Ja, wir werden morgen wahrscheinlich wiederkommen, denn es hat richtig Spaß gemacht. Und die Hunde haben sich eigentlich alle total gut verstanden. Aiki ist absolut auf seine Kosten gekommen. Es waren noch ein paar Goldies da, die sahen irgendwie Aiki echt extrem ähnlich. Mir hatte eine Zuschauerin auf Instagram geschrieben, dass es in einigen Freibädern so ist, dass ihr euren Impfpass dabei haben müsst. Wir mussten ihn jetzt nicht vorzeigen, wir mussten einfach nur den Eintritt bezahlen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich in vielen Freibädern so ist. Hier war es jetzt nicht so. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche in Holzwickede ist. Also, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!